Nun geht es um ein Buch, das Trader besser macht. Bücher gibt es ja massenhaft am Markt. Viele wirklich richtig, richtig gute Trader-Bücher mit wirklich gutem Fachwissen, mit Strategien, Handelsstrategien, die am Markt funktionieren, mit Wegen von erfolgreichen Händlern, die gesagt haben, interessant, das ist mein Weg gewesen und diesen Weg möchte ich doch ganz gerne einmal nach außen hin aufzeigen. Ich bekomme übrigens auch mittlerweile Anfragen, Mensch, kannst du das, was du hier machst, nicht mal in einem Buch verfassen? Mal gucken, vielleicht wird es das irgendwann mal geben, aber heute geht es nicht um mein Buch, sondern heute geht es um das Buch, was Trader wirklich, wirklich, wirklich massiv voranbringen kann. Das beste Buch überhaupt und das Schönste ist, Sie brauchen dafür keinem Verlag Geld zu zahlen, weil dieses Buch, das stammt aus Ihrer eigenen Feder. Das heißt hier, aufschreiben, was wir machen, das ist extrem wichtig, weil daraus und wer das richtig macht, können wir unheimlich viel lernen. Das heißt, heute geht es hier in diesem Webinar um das Thema Trading-Tagebuch, eine ganz, ganz starke, ein ganz, ganz starkes Werkzeug im Trading, was uns massiv voranbringen kann, weil häufig ist es so, dass nicht der Markt schuld am Misserfolg ist, sondern derjenige, der vorm PC sitzt, der vorm Chart sitzt und den Chart einfach nicht so liest, wie es der Markt macht, das heißt gegen den Markt arbeitet. Das sind die Punkte, wo die meisten privaten Trader wirklich Geld verlieren, weil die Strategien einfach nicht das tun, was der Markt hier macht. Wie immer vorab der wichtige Risikohinweis, den bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen, wie er hier steht. Wichtig zu wissen ist, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Also hier abgebildet das Ganze für Sie zur Information. Gehen wir nun zum Thema Überblick, Thema Trading-Tagebuch. Wir schauen erst einmal, aus welchem Grund dieses Tagebuch, dieses Buch, dieses Trading-Buch erfolgreichen Tradern geholfen hat, wirklich erfolgreich zu werden und auch hilft, den Erfolg beizubehalten. Wir schauen dann als zweites, was wichtige Punkte in dem Trading-Tagebuch sind. Ne? Das ist natürlich für jeden so ein bisschen, ja, individuell zu gestalten, aber es gibt einfach wichtige, sage ich mal, Marker, wo ich sage, die gehören einfach nur mit rein in den Markt sozusagen. Das heißt, Inhalte im Trading-Tagebuch, Selbstcheck, eine Aufgabenliste, Marktüberblick zu machen, Szenarioplanungen aufzuschreiben, vor dem Trade das Setup zu bestimmen, während des Trades, wie geht es mir denn nach dem Trade die Auswerten. Also das sind so Punkte, die helfen uns als Trader am Anfang wichtige, massive Fehler zu erkennen und diese Fehler zu beheben. Und das ist halt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Wer sich verbessern will, muss natürlich wissen, wo die Stolpersteine liegen. Und wir vergessen unheimlich schnell, ich kann das wirklich bestätigen, wir vergessen unheimlich schnell unsere Fehler. Und machen sie dann immer und immer und immer wieder. Aber bei mir ist es so gewesen, und das sehe ich auch bei anderen Händlern, die ich betreue, wenn man immer wieder seine Fehler aufschreibt und diese Fehler auch immer wieder liest und immer wieder erkennt, dass das Fehler sind, dann sind wir Menschen einfach zu schlau, um diese Fehler weiter und weiter und weiter zu machen. Weil wer sagt sich denn, ach schön, den Fehler habe ich schon wieder gemacht. Zack, Buch zu, nächsten Tag den gleichen Fehler. Wieder Buch auf, zack, zack. Oh, den Fehler habe ich ja gestern schon gemacht. Na, das ist ja komisch, Buch wieder zu. Das macht kein Mensch, ja. Da lernen wir draus, da denken wir drüber nach, wie wir das ändern können. Wir sprechen gleich über dieses Thema. Fragen wir uns zuerst, aus welchem Grund hilft denn das Trading-Tagebuch den erfolgreichen Trader oder hilft es, einen Trader erfolgreich zu machen, hier an dieser Stelle. Als Trader müssen wir natürlich akzeptieren, dass es im Trading genauso ist wie überall im Leben. Wir treffen in der Regel das, die Entscheidung, die wir tun, die treffen wir selbstständig. Das heißt, ob ich was mache oder nicht, entscheide am Ende immer noch ich oder Sie, wenn Sie derjenige sind oder diejenige sind, die etwas tun. Das heißt, im Trading führen diese Entscheidungen logischerweise zu einem Gewinn oder einem Verlusttrade. Und die Resultate aus diesen Entscheidungen, die bauen Erfahrungen auf und aus. Das heißt, mit dem Gehandelten, was wir tun,
lernen wir. Wir schöpfen Erfahrungen, wir merken, was funktioniert, wir merken, was nicht funktioniert, wir merken, was wir optimieren können. Und das ist der große Erfahrungsschatz, den wir aus unserem aktiven Arbeiten ja heraus generieren können. Und das Ganze aufgeschrieben hilft, das Trading zu optimieren. Also hier, wie ich gesagt habe, die Sachen, die wir richtig, richtig gut machen, die müssen wir auch aufschreiben, weil die helfen uns in Zukunft weiter gut zu arbeiten. Und die Sachen, die nicht so gut laufen, die streichen wir einfach raus. Das heißt, das Trading-Tagebuch, das hilft uns auch, unseren eigenen Weg zu beschreiten. Ne? Weil, wie ist es am Anfang? Viele Trader, die probieren die Strategie des einen Traders. Wenn sie nicht mehr funktioniert, sagen sie, das muss jetzt anders gehen. Dann wird der nächste genommen. Am Anfang läuft es vielleicht oder auch nicht. Ach, auch wieder Mist. Dritte Strategie rangenommen und so weiter und so fort. Aber wer da genau hinschaut, der wird sehen, dass diese Trader häufig das Gleiche machen, nur in Nuancen etwas anders. So, und dann kommt es halt bei denjenigen, die sich wirklich weiterentwickeln, dazu, dass sie sich sagen, gut, ich gehe jetzt einfach meinen eigenen Weg. Und da helfen hier die Mitschriften, hier auch die Fehler zu eliminieren. Das heißt, auf einer Seite, die guten Sachen bleiben da, die schlechten werden einfach rausgenommen. Das heißt, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Und danach kann hier die Auswertung dazu genutzt werden, uns selbst, ich sage dazu mal, evolutionär weiterzuentwickeln. Und das ist das, was uns Trader sehr flexibel und auch effizient macht. Das ist bei mir ganz genauso das gleiche Spiel. Bestimmte Dinge funktionieren immer wieder. Und wenn ich dann merke, hoppala, jetzt gab es ein paar Fehltrades, dann muss ich einfach nachgucken, was hier anders wird. Das geht dann relativ fix. Nach ein, zwei Mal ist das nicht so tragisch. Aber wenn man vier, fünf Mal daneben liegt, dann sollte man schon mal überlegen, was man da macht. Und da helfen sozusagen auch die Aufzeichnung, die Flexibilität auch beizubehalten und nicht hier im Tunnel einfach immer nur das zu machen, was man macht, immer stoisch dasselbe, sondern wirklich auch sich effizient an den Markt mit anzupassen, weil der Markt verändert sich in gewissen Dingen immer wieder. Also langfristig ist der Markt immer der gleiche, so die Grundtendenzen, aber es gibt halt Zeiten, da läuft mal das eine, mal das andere und das können wir als Trader natürlich sehr, sehr, sehr schön herausfinden aus den Märkten. Was sind denn wichtige Inhalte im Trading-Tagebuch? Das, was ich hier sehr, sehr gerne auch mit vorgebe oder vorangebe, ist auf alle Fälle am Anfang, bevor wir uns mit dem aktuellen Trading-Tag beschäftigen, das Thema Selbstcheck. Dieser Selbstcheck, der dient der mentalen Vorbereitung für die kommenden Aufgaben, weil Trading ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, so wie auch Ihr Beruf wahrscheinlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Da muss man sich auch vorbereiten auf das, was man da tut. Und wenn es nur ist, ausgiebig zu frühstücken oder früh genug auf Arbeit zu sein, was auch immer Ihnen da hilft, sich vorzubereiten. Genauso ist es im Trading. Das heißt, wir müssen bereit sein für die Sachen, die wir hier zu tun haben. Das heißt, hier bereit für die Aufgaben. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich sagen, sind wir gesund? Geht es uns gut oder sind wir megamäßig gestresst? Ja? Und wer weiß, ich beispielsweise, wenn es mir nicht gut geht, dann weiß ich, ich sollte besser nicht traden, ne? Weil das hilft mir nicht. Da mache ich Fehler und wenn ich sowas merke, dann lasse ich das Trading an dem Tag einfach mal sein. Oder wenn es wirklich zu wenig Zeit dafür gibt, dass wichtige andere Aufgaben da sind und man fürs Trading gerade jetzt keine Zeit hat, weil die anderen Aufgaben viel, viel wichtiger sind. Jeder weiß selbst, was für einen wichtig sind. Die Kinder, die Eltern, was auch immer da gerade extrem brennt, das macht keinen Sinn, in solchen Situationen zu traden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn alles gut ist, fein, kann man Haken dran machen. Wenn es Probleme im Job oder privat gibt, ja, habe ich auch gerade einen Klienten, der hat hier wichtige, sag ich mal, Aufgaben in dem Bereich zu tun und der will trotzdem traden, der setzt sich jeden Tag hin und arbeitet an den Märkten und was ist das Resultat? Der verbrennt einfach Geld. Der sieht einfach nicht, dass er in einem Hamsterrad sitzt, wo er nicht rauskommt, aber was anderes will. Wer hier eine Checkliste hat und diese wirklich wie der Pilot im Flugzeug abarbeitet, bevor er sich auf die Aufgabe ransetzt, wird er merken, okay, ich bin gestresst, ich habe massive Probleme, ich habe eigentlich den Kopf überhaupt nicht frei für das, was ich im Trading machen soll. Dann wird das sein lassen. Ja, das ist wichtig. Das heißt, wir brauchen hier mit diesen Selbstcheck, die positive Grundstimmung und ein ungestörtes Umfeld, wo wir konzentriert auch arbeiten können. Also das fällt mal so in das Thema
Selbstcheck rein, Checkliste, ob das wirklich alles gut vorbereitet ist. Das nächste, dass wir dann nach dem Selbstcheck unsere Aufgabenliste durchgehen. Die kann auch sehr, sehr individuell gefüllt sein, diese Aufgabenliste, aber bestimmte Sachen gibt es immer, immer wieder, die sich immer wiederholen und die auch bei vielen, vielen Tradern in der Marktvorbereitung auch gleich sind. Das, was wir hier beispielsweise jeden Tag morgens auf Tickmill machen mit der Marktvorbereitung, das ist ja ein standardisierter Prozess, den ich da immer und immer wieder mache, das ist die Aufgabenliste. Das heißt, hier kommen auch Sachen rein, wo wir uns beispielsweise verbessern wollen gegenüber dem letzten Trading-Tag. Ja, wenn da drinne steht, das und das war nicht optimal, das möchte ich so und so ändern, dass wir das heute wieder gut machen. Das und das war super gut, das möchte ich heute gern wiederholen. Das sind die Aufgaben, das ist das, was dort reingehört. Der nächste Punkt ist hier beispielsweise gewisse Handelsziele auch zu setzen. Ja? Handelsziele sind wichtig, beispielsweise, um vor dem sogenannten Overtrading zu schützen. Ich kenne das selber noch, als ich sozusagen aus der Bank, wo ich gearbeitet habe, rausgegangen bin, weil ich gesagt habe, okay, ich weiß, dass ich traden kann, ich will das Ganze entsprechend zu meiner Haupttätigkeit machen. Was glaubt ihr, was da los war? Ja, ich hatte vorher immer nur Swing-Trades gemacht oder Positions-Trades, weil ich nebenberuflich getradet habe. Und dann, tja, dann saß der Mike vorm PC und hat gesagt, so, Junge, du bist Händler. Was macht ein Händler? Der handelt. Also hast du gefälligst zu handeln. Was war das Ergebnis? Ich habe gehandelt wie ein Irrer und auf dem Konto Kohle verbrannt. Und das ist natürlich Blödsinn. Ja? Und das habe ich gemerkt. Und da habe ich halt auch gesehen, Junge, da funktioniert irgendwas nicht. Ja? Und da habe ich halt dann die Ursachen dafür gesucht. Aber das muss halt sein, dass man sich auch sagt, bestimmte Sachen auch aufzuschreiben, um hier das Thema Overtrading auch rauszunehmen. Weil wann handelt denn ein erfolgreicher Trader? Nur bei klarer Sachlage und bei vorhandenen Signalen. Wenn keine Signale da sind, wird nicht getradet. Gut fürs Konto, fertig, aus die Maus. Und am Ende, wenn Signale da sind, wird getradet. Dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der Markt auch macht, was er soll. Und damit ist das gut für uns. Punkt. Klasse Sache. Trading-Ziele setzen. Was bedeutet noch Schutz vor Overtrading? Man muss hier in diesem Bereich auch sagen, Zeitrahmen im Trading festlegen. Das heißt, möchte man kurz-, mittel- oder langfristig traden. Man sagt hier in diesem Bereich auch, wie viele Trades kann ich denn auch verarbeiten? Ne? Wann komme ich in diesen Bereich rein, wo es einfach zu viel wird? Ein Gewinnziel festlegen und zu sagen, okay, beispielsweise, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte, aber wenn man sagt, ich habe jetzt ein Ziel, am Tag 200 Euro Gewinn zu erwirtschaften, ja, und dann sagt sich, wenn ich das habe, höre ich auf zu arbeiten, dann ist das so. Auf der anderen Seite den Risikopuffer auch zu bestimmen, dass man sagt, wenn der Risikopuffer weg ist, höre ich auf zu traden, weil es macht keinen Sinn, ja. Beim Thema Gewinn gibt es halt auch Händler, die sich sagen, okay, wenn das gerade ein geiler Tag ist, dann trade mal weiter, dann muss man einfach mitnehmen. Ja, das macht auch Sinn in solchen Bereichen. Da muss man aber aufpassen, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grat. Wenn man dort nämlich an die Kapazität des Geistes rankommt, dann kann der Markt noch so geil laufen. Wenn man aber Fehler macht, weil man Sachen sieht oder sehen will, die gar nicht da sind, dann kann das auch ziemlich schnell wieder dazu führen, dass das die Gewinne kleiner werden. Also das ist ein schmaler Grat hier und das ist für jeden Einzelnen wichtig zu bestimmen, was kann er denn leisten und was besser nicht. Also hier das Thema der Handelsziele kommt immer auch auf die Aufgabenliste mit drauf. Und dann selbstverständlich auch schauen, welche Nachrichten gibt es denn. Das machen wir ja auch jeden Morgen hier, wichtige Nachrichten auf dem Schirm zu haben. Weshalb machen wir das? Wir suchen die High Impact News, wo wir einfach wissen, da kommt was Wichtiges und das kann den Markt unplanbar beeinflussen. Das muss man wissen, damit wir uns hier gut in die Trades auch reinarbeiten können und auch wissen, in welchen Phasen wir besser nicht im Markt sind oder im Markt sein wollen. Gucken wir jetzt nochmal, wie wir uns beispielsweise eine Liste verschaffen oder aufarbeiten, um einen Marktüberblick zu schaffen. Weil jeder guckt ja so auf ein paar bestimmte andere Punkte. In den morgendlichen Briefings haben wir meistens Deutschland auf dem Schirm oder die EU. Wir haben die US-Nachrichten auf dem Schirm. Wir haben ein bisschen Großbritannien auf dem Schirm. Momentan ab und an auch mal China, wenn da was kommt.
Aber wer jetzt beispielsweise Yen tradet oder Kan-Dollar tradet oder Neuseeland-Dollar tradet, der muss natürlich auch diese Werte immer mit auf der Uhr haben, was an Nachrichten kommt. Das heißt, hier Marktüberblick verschaffen auf der Nachrichtenseite und dann natürlich auch einen Marktüberblick verschaffen auf der charttechnischen Seite. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Das heißt, hier die Grundstimmung bestimmen im Chart. Das heißt, wir machen eine technische Analyse. Wir machen eine Trendbestimmung, da kann man auch eine Checkliste machen, was liegt für ein Trend vor, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, dass man daraus sozusagen auch erlesen kann, in welche Richtung sollte oder kann ich denn traden, dass man auch sagt, wie geht's denn dem Trend? Ja, haben wir einen extrem starken Trend oder haben wir eine Hyperbole, haben wir einen uralten Trend? Also solche Sachen sind wichtig, dass man die bestimmt und gerade am Anfang macht es halt Sinn, solche Sachen auch auf einer Checkliste abzuarbeiten. Das sind halt Dinge, die kommen ins Trading-Tagebuch rein, wo man dann auch am Ende rauslesen kann, habe ich denn mit dem getradet, was da im Chart auch da war, oder habe ich die Gegenseite getradet? Das ist halt immer so eine Sache, wo man dann viel, viel, viel in der Analyse draus lesen kann. Das heißt hier, dass man dann, wenn man den Trend und das Trendalter und die Trendstärke bestimmt hat, auch sagen kann, wie stehen wir denn oder wo stehen wir denn im Trend? Das heißt, wie ist denn die aktuelle Verortung der Lage hier im Chart? Wo gibt es Unterstützungen oder wo gibt es Widerstände? Wir sehen das ja hier regelmäßig auch in den Charts, die wir besprechen. An Unterstützung gibt es immer Abprallmuster immer wieder. An Widerständen ebenfalls Abprallmuster. Aber wenn ein Widerstand rausgenommen wird, hat das auch gewisse Tendenzen. Also das kann man sehr, sehr schön zum Planen auch mit benutzen. Und wir sehen halt hier auch, das heißt, wie läuft denn so ein Trend an den GDs? Das heißt beispielsweise, dass man sagt, Mensch, wie verhält sich denn der Markt gerade am 50er oder 20er gleitenden Durchschnitt? Prallt er dort immer wieder ab? Geniale Idee, wir warten, bis er ranläuft, gehen dort Short nach unten, wenn es ein abwärtsgerichteter Markt ist, ping. Das muss aber aufgeschrieben werden, beziehungsweise genau geplant werden, was dazu passt und dann einfach zu sagen, was mache ich denn, wenn der Markt dort oben ist? Nämlich, wenn ich keinen Plan habe, dann könnt ihr dreimal raten, was passiert. Wir machen nichts. Und heulen rum, weil wir den Trade verpasst haben. Oder wir machen das Falsche. Beides. Nicht das, was wir erleben wollen. Oder auch hier beim Marktüberblick noch, ich hatte es gesagt, die individuellen Nachrichten checken für jeden gehandelten Markt. Das ist also hier beim Marktüberblick eine wichtige Sache. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir in den nächsten Punkt rein. Und zwar ist das dann das Thema der Szenarioplanung. Das heißt hier, wenn wir die Grundlage haben, die Marktstimmung, die Verortung und so weiter und so fort, dann arbeiten wir eine wahrscheinliche Entwicklung aus. Also das, was wir auch jeden Morgen in den Morning Briefings machen, wir schauen einfach, was kann denn jetzt an dieser Stelle im Chart möglicherweise passieren. Das heißt, hier machen wir die Handelssignale ausfindig, überlegen, was muss denn passieren, damit ich auch handeln darf und dann können wir uns gut vorbereiten und handeln das, was der Markt macht. Was wir keinesfalls handeln wollen, ist die eigene Meinung. Weil nur wenn Klaus oder Ulrich oder Regina sagen, ma, der Markt, der muss jetzt hoch, das ist meine Meinung, ich trade jetzt einfach long, weil der muss der einfach hoch. Wir haben so tolle Nachrichten dort und der Analyst hat geschrieben, der Markt muss hier nach oben gehen, ich gehe jetzt einfach hoch, obwohl der Markt nach abwärts gerichtet ist. Ja? Wenn der Markt hoch will, dann zeigt das uns. Wenn er nicht hoch will, zeigt das uns auch. Der Markt macht, was er will, der legt keinen Wert auf unsere Meinung. Das ist hier auch wichtig. Sowas muss auch aufgeschrieben werden. Ja? Wenn man dann rausliest, dass man seine Meinung getradet hat und der Markt überhaupt nicht angezeigt hat, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz hat, so what? Dann müssen wir rauslesen, dass wir jedenfalls in der Situation schlecht gehandelt haben, weil unsere Meinung nicht das widergespiegelt hat, was der Markt momentan widerspiegelt. Das hier an dieser Stelle. Das heißt, hier immer den Markt entscheiden lassen, was gemacht wird. Die Vorwegnahme von so einem Handelssignal ist in der Regel Glücksspiel. Die erfolgreichen Trader, so mache ich das auch, ich warte geduldig auf die passende Situation und dann, wenn die kommt, werde ich entsprechend aktiv. So, wenn wir das geplant haben, dann bestimmen wir das Setup. Na, und das schreiben wir auch alles ins Trading-Tagebuch mit rein, in welcher Form das gemacht wird. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass das aufgeschrieben wird. Im Chart, wie auch immer, keine Ahnung, wie ihr das umsetzen wollt. Aber es muss auf alle Fälle, um daraus zu lernen, in irgendeiner Art und Weise eine Notiz finden. Das heißt hier Setup-Bestimmung, wir haben die Grundrichtung, wir haben die Wahrscheinlichkeiten getradet. Jetzt geht es darum, wie handeln wir denn so eine Wahrscheinlichkeit? Das heißt hier,
welches Signal wird gehandelt, checken, ob die Voraussetzung stimmt. Das heißt, die Verortung, zum Beispiel im Trendverlauf an Hochs oder Tiefs, da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Passt die Trade-Richtung zum Trendverlauf? Das heißt, traden wir jetzt nach oben, nach unten, passt das zum Trend? Sind wir in der Korrektur der Bewegung? Ist die Bewegung weit gelaufen? Wollen wir wirklich noch long gehen? Solche Sachen einfach auch abchecken. Ja, das nächste, das ist also sozusagen hier die Voraussetzung. Dann schauen wir, wo können wir denn eventuell Ziele generieren? Das heißt, wer wird nach uns aktiv? Wenn wir eine Long-Position haben, brauchen wir irgendjemanden, der uns die wieder abkauft. Ja, wenn wir sehen, da ist keiner, dann muss man selber überlegen, ob das Sinn macht, die Long-Position aufzugehen oder nicht. Das sehen wir im Chart. Und auch noch das Thema der Absicherung. Das Risiko ist im Trading das Einzigste, was wir halbwegs kontrollieren können. Das heißt hier, die Reißleine wird aus Kapitalgründen gezogen. Das ist das Thema Risikobudget, was wir da auch haben. Und dann das Thema Reißleine aus Setup-Gründen. Wenn das Setup nicht mehr handelbar ist, geht man halt auch einfach raus. Also auch wenn der Risikopuffer noch nicht ausgebraucht ist. Und wir sehen aber, der Markt geht komplett in die andere Richtung und das Setup ist gar nicht mehr aktiv. Dann sollte man hier einfach aus dem Markt gehen, weil das Setup nicht mehr aktiv ist. Aus welchem Grund auch immer, der Markt kann ja nachrichtengetrieben, warum auch immer, einfach in die andere Richtung gehen. Und da darf man in so einem Trade einfach nicht mehr drinnen bleiben. Das ist also hier das Thema der Absicherung in diesem Bereich auch. So, und dann, wenn wir das Ganze gemacht haben, unser Trade läuft, dann kommt es ganz klassisch, ganz normal zur Trade-Betreuung. Das heißt, hier in dieser Phase hat man eigentlich recht wenig zu tun. Ne? Gerade wenn man sich auch von der Software unterstützen lässt, die beispielsweise den Stoppnachzug auch regelt. Das sind Sachen, da kann man den Computer viel, viel nutzen. Das heißt, die Aufgaben, die wir hier wirklich zu tun haben, ist Stoppnachzug automatisch via Trading Stop oder händisch nach eigenen persönlichen Vorgaben, Bar bei Bar, was weiß ich, was auch immer dort genutzt werden kann. Aber das ist das, was man in der Trade-Betreuung macht. Und wenn man das auch aufschreibt, was man dort tut, dann kann man auch immer im Nachgang nachvollziehen, war das jetzt gut, was ich dort gemacht habe? Habe ich was übersehen? Habe ich den Stopp zu lang gelassen? Habe ich den Stopp zu eng rangezogen? Daraus kann man dann am Ende auch mit lernen. Und ein wichtiger Fakt ist, der uns als Trader auch immer massiv beeinflusst, ist das Thema der Gefühlslage während des Trades. Das heißt hier, wie geht's uns denn? Sind wir entspannt? Sind wir angespannt? Sind wir nervös? Hängen wir hier an der Maus und wollen immer klicken? Sag ich mal, wie der Urmensch im Wald mit der Keule vorm Kaninchenbau. Alles, was zuckt, kriegt eins übergebraten. Und im Trading sitzt man dann halt da mit dem Finger an der Maus. Ach, wenn das jetzt gegen mich zuckt, dann zack, raus, obwohl es überhaupt keinen Anlass dazu gibt, hier aus dem Trade auch rauszugehen. Also solche Dinge sind halt da, die Nervosität, die uns dann dazu drängt, in irgendeiner Weise auch aktiv zu werden. Also das sind so Sachen, die wir während des Trades zu tun haben, wo wir das Ganze auch notieren können. Gerade die Gefühlslage ist wirklich sehr, sehr wichtig. Auch da, wenn ich an meine Anfangszeiten zurückdenke, ich saß echt vorm PC, nervös, Hände, ich wollte immer irgendwas tun. Und ich habe dann gesagt, hey Junge, du greifst permanent in dein Trade Management an. Du hast dir am Anfang das und das vorgenommen. Was hast du denn dann gemacht? Dann hast du wieder eingegriffen. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn der Trade jetzt läuft, verwaltest du den Trade in 15-Minuten-Chart und du gehst vom PC weg. Wupp. Weg vom PC, dass ich nichts machen kann und alle Viertelstunde komme ich halt mal gucken. Das sind halt so Sachen, die mich dann dazu gebracht haben, geduldiger zu werden und zu lernen, hey, lass den Trade laufen, lass dein Setup durchlaufen. Das hilft dann, sich hier auch weiter zu entwickeln. Also hier die Trade-Betreuung und danach, wenn der Trade zu Ende ist, das ist dann nach dem Trade, da geht es dann zu der Auswertung von Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, was hier wichtige Punkte sind, ist natürlich, um den Trade auch einzuschätzen. Wurden denn Risiko, Ziel, Trade, Entwicklungsvorgaben eingehalten? Wie ist das emotionale Gesamtbild? Also wie habe ich mich vor dem Trade gefühlt, wie während des Trades und wie fühle ich mich jetzt nach dem Trade? Hier an der Stelle auch wichtig, extrem wichtig, immer ein ganz, ganz ehrliches Selbstbild zu machen. Ne? Ich habe das oft genug erlebt, von mir selber damals oder auch jetzt in den Coachings, die ich mache,
Man bescheißt sich gerne selber. Ich muss da mal diesen ruden Ausdruck nehmen, aber ihr glaubt nicht, wie viele Trader sagen, dieser Mistmarkt, dieser Dreck, immer wenn ich was mache, macht er genau das Gegenteil. Als wenn da jemand da sitzt und wenn ich jetzt long gehe, wird der Markt rumdrehen und schon. Das ist ein Mistmarkt. Ich mache jetzt zu, ich höre auf mit Trading. Das ist ganz, ganz großer Käse. Das ist Schwachsinn. Das ist Verleugnung von den Tatsachen ganz, ganz oft. Und wenn man dann irgendwann den Schneid hat, sich hinsetzt und sagt, der Markt macht, was er macht. Ich entscheide, was ich tue. Und wenn ich hier was mache, was nicht funktioniert, bin ich derjenige gewesen, der es entschuldet hat oder der es verschuldet hat, wenn es nicht gelaufen ist, auch wenn es gut gelaufen ist. Und man muss einfach sagen, wer schuld ist. Ja? Es gibt Situationen, da hält man alles ein, alles, macht alles richtig und der Markt läuft trotzdem gegen einen. Das ist okay. Ja? Dann hat man ordentlich gearbeitet. Dann ist man halt im Initial Risk rausgegangen. Punkt. Fertig. Alles richtig gemacht, ja. Aber wenn man einen Trade macht, der gegen den Markt ist, muss man das sehen und sich ehrlich eingestehen, hier an die eigene Nase fassen. Ich habe gegen den Markt entschieden, das war ein Fehler und daraus möchte ich mich gern weiterentwickeln. Das heißt hier echt zu sagen, was lief gut und wo kann es besser laufen. Das ist wichtig, um ein ehrliches Selbstbild zu bekommen und das ist das, was uns dann als Mensch genauso wie auch als Trader weiter voranbringt. Und die Ergebnisse aus dieser Auswertung, die fließen dann sozusagen in die Weiterentwicklung des eigenen Handelsstils ein. Das sind alles Erfahrungen, die wir sammeln. Und das steht dann im Tagebuch. Und wenn man das irgendwann mal aufblättert und wieder liest, dann kann man sehen, welchen Weg man selbst gegangen ist und sehen, wie man sich entwickelt hat und das Ganze auch für die weitere Entwicklung an dieser Stelle nutzen. Das also hier heute ein paar kurze Ausführungen zu dem Thema Trading Tagebuch, wofür wir es benutzen können, was gute und wichtige Punkte sind in diesem Buch. Das ist natürlich hier nicht auf Vollständigkeit garantiert, weil jeder Mensch ist ein bisschen anders. Wichtig, das Ganze soll natürlich individuell sein. Technik kann viel helfen an dieser Stelle, aber auch der ganze Rest, was wir hier machen am Ende, können wir gut und gerne dazu nutzen, um den Markt zum Traden zu benutzen und uns sozusagen dann verbessern, dass wir rein und weiterlaufen können. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für die Zeit hier heute beim Thema Trading.